Shootingstar Mario Götze steht nun auch in der deutschen Fußballnationalmannschaft im Mittelpunkt. Der erst 18 Jahre alte Mittelfeldspieler von Tabellenführer Borussia Dortmund hat mit seinen starken Leistungen Bundestrainer Joachim Löw überzeugt. Doch während er auf dem Fußballplatz in dieser Saison abgeklärt auftrumpft, bereiten ihm Auftritte vor den Medienvertretern noch Kopfzerbrechen. Es ist meine zweite Pressekonferenz und ich glaube, da braucht man auch eine gewisse Erfahrung für und muss sich dran gewöhnen an das Ganze. Aber ich freue mich natürlich und versuche das hier irgendwie hinzubekommen. Und die etwa 100 Medienvertreter waren wissbegierig. Nicht nur sportliche, sondern auch private Fragen musste der Jungstar beantworten und verriet dabei auch sein Rezept, um bei allen Lobeshymnen auf dem Boden zu bleiben. Ich fahre nach dem Training nach Hause und habe meine Eltern zu Hause, die mich behandeln wie meine Brüder auch. Und ich kann zu Hause abschalten, kann mit meinen Freunden abschalten und versuche eigentlich den ganzen Rummel, der um einen herum passiert, auszublenden. Und erleichtert wie nach einem Bundesligasieg war Götze nach seinem Auftritt auf der Pressekonferenz. Jetzt kann sich der Dortmunder wieder ganz seinem nächsten Ziel widmen, dem Sieg mit Deutschland am Mittwoch gegen Italien.